Jo, Leute, ich lebe noch, aber vielleicht wird sich das ja... Das war laut. Vielleicht wird sich das ja im Handumdrehen ändern. Und ja, wir spielen heute Life After Us, The System. Es fühlt sich ein bisschen schwammig an, vor allem die Maus. Aber ich glaube, das macht das alles noch ein bisschen gruseliger. Ja, hier ist eine Zeit lang nichts mehr passiert. Das hat auch seine Kausalität. Aber lass uns das doch in einem anderen Video besprechen. Oder im Livestream. Link ist in der Beschreibung. Vielleicht werde ich da spontan mal streamen. Angekündigt dann auf Streambar. Und so, I've been da, la la la. Gut, ist okay. Übersetze ich überhaupt gar nicht. Aber ist okay. So, okay. Das sieht doch ganz hübsch aus hier im Haus. Ja, es sieht hübsch aus im Haus. Die Rhymes sind real, like Money Boy. Ah, ja, das sieht doch aus wie... Wer ist das? Und das sieht aus wie... wer ist das? Wer kennt ihn nicht? Ja, ich finde, hier sieht es eigentlich recht gemütlich aus. Hier möchte man doch wohnen. Okay, ein bisschen aufräumen kann man, aber hinterm Greenscreen sieht es auch nicht anders aus. Also, so könnt ihr jetzt ungefähr mein Zuhause euch vorstellen. Ist in etwa so. Also, ja. Sieht man eigentlich keinen Unterschied. Man könnte ja schon sagen, dass das Haus hier übernommen ist aus meinem. Wird natürlich auch zur Klage gebracht, selbstverständlich. Oh, hier ist es dunkel. Na gut, das habe ich besser, obwohl meine Beleuchtung ist auch am Arsch, ne? Der braucht Softboxen, weil man Fenster hat. Tja, ich nehme an, die Türen hier kann man nicht öffnen. Ah, dreidimensionaler Griff, also DayZ Engine ist auf jeden Fall nicht. Waren wir schon drin? Hier sind Stühle. Das erinnert mich an alte Zeiten in meiner alten Klasse. Ja, da hat man auch gern Stühle gestapelt und aus dem Fenster geworfen. Ach ja. Gute alte Zeiten, nicht wahr? Oh, steht was geschrieben. Mit roter Farbe. Vielleicht auch Ketchup. Mr. Teddy should be here. Okay, der Mr. Teddy sollte eigentlich hier sein, aber ist er nicht. Das ist ein bisschen traurig. Denn mein Teddy fehlt mir überhaupt nicht, denn ich habe keinen. Ich habe einen Rasen. Und ein Schaf. Ich habe wirklich ein Schaf. Schaut hier, ein Schaf, ja? Ein Plüschtierschaf. Und das ist da, wo es sein soll, Leute. Und das ist auch entscheidend. Okay, zurück zur Sache. Hallo, Slenderman, was? Falsches Spiel. Ja. Ach, hier ist ein Kartoffelsack. Das finde ich sehr schön. Ich mag Kartoffelsäcke. Tu mir immer das gute deutsche Gefühl zeigen. Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen aus der Puste. Bin ins halbe Haus gerannt, um das Schaf zu holen. So. Könnte auch sein, dass wir bei der Deutschen Post sind. Es ist immer noch rätselhaft. Na gut, so wie die Pakete ankommen, könnte das durchaus von hier aus kommen. Wobei der UPS-Mann dann natürlich viel schlimmer ist. Der wirft nämlich immer die Pakete. Das verstehe ich auch nicht. Mit der Zeiten kannst du es machen. Ne, hier weiß ich schon. Mit der Zeiten kannst du es machen, aber nicht mit meiner neuen Grafikkarte. Das ist uncool. Ah, eine LED hier. Montana Black. Oh, hier ist auch der Teddy. Also, Montana Black klaut Teddys. Das ist schon mal hier festgehalten. Also auf jeden Fall, ja, Montana Blacks Hütte. Hier mal ein Zettel. Können wir den lesen? Kann ich... Kann ich den vielleicht aufnehmen? Okay, die Hand bezieht sich auf den Teddy. Oder auch nicht. Oh, wahrscheinlich mit E. Ja. So. Also ich soll ihn in seinem Büro treffen und das sagte, ich sollte niemandem was davon erzählen. So. Also er hat Hand an mich gelegt und gesmiled. Ihr wisst, was ich meine. Okay, also sie hat das nicht gemocht. Wahrscheinlich eine sie. Wer fragwürdig, wenn? Ein Kerl, oder? Sexismus? Was los? ja, es ist ein Teil von Extermination, das weiß ich jetzt nicht. To feel me better. Okay, und hier ist der Teddy-Mann. Vielleicht hat der Teddy auch das geschrieben. Und der Teddy wird angetouched. Das wäre natürlich skandalös. So, der Teddy sollte irgendwo sein, ne? Bei dem Bett. Dann bringen wir den Teddy doch dahin. Denn dieses Zuhause tut ja auch vertrauenswürdig hier aussehen. Und dann möchte man natürlich den Leuten, die hier wohnen, auch einen Gefallen tun. Dann können die nämlich vielleicht anders Zeit finden und das Haus aufräumen. Hey, war das nicht mal anders hier? Oder bin ich ein bisschen komisch drauf? Fragwürdig. Oder waren wir einfach nur nicht? Es kommt mir gerade echt so vor, als... Okay. So. Hier ist alles clean. So, der Teddy soll hier sein. Oh, hier ist ein Zettel. War der schon vorher da? So.
Oh. Das ist natürlich geil, wenn ich den nicht lesen darf. Komm, Ladebildschirme sind überall Jumpscares. Das wäre ja natürlich komplett scheiße. Übrigens, look at the Qualität, ja? Full HD, 60 FPS. Ja? Ich habe mich weiterentwickelt in meiner Ruhe. Das ist, oh. Es ist dunkel. Es ist ziemlich dunkel. Was ist gerade passiert? Wie kann ich mir das gerade erklären? Dass jetzt auf einmal anders ist. Das macht keinen Sinn, Leute. Ich bin kurz erblindet, habe in meiner Erblindung einen Text gesehen und dann ist alles anders. Das macht natürlich Sinn. So. Dr. Tarr told me I'm very pretty and that I'm not a girl. Was? Also, Dr. Tarr hat dir gesagt, dass sie sehr schön ist und dass sie kein Mädchen ist? Also, doch ein Kerl. So, er sagt, kleine Mädchen sehen nicht so schön aus wie du. Er sagt, dass sie eine Frau ist. Ach so. Okay. Wenigstens kein Pedo. Oder. Falsches Thema. So, jetzt sind wir wieder bei der Deutschen Post. Sehr schön. Wisst ihr, eigentlich müsste ich mich einfach selber gruselig aufführen. Das hilft nämlich, wenn einem gruselig ist. Wenn du selbst gruselig bist, dann wird dir selbst gar nicht mehr gruselig. Ich bin Six. Insider sind da und niemand versteht sie, meine Zuschauer. Das ist natürlich immer vorteilhaft. Okay. Hi. Alles klar. Okay, zu dir kommen wir noch. Hier ist ein Zettel. Dr. Tarr come to visit me at night. Okay, Dr. Tarr kam dich in der Nacht besuchen. Das ist, okay. Er hat immer noch gesagt, dass sie sehr schön aussieht. Und dann ging er ins Bett. Über mir. Wahrscheinlich Doppelbett dann. Oder eine Etage drüber. Okay, dann hat er sie geschlagen und er wurde ein bisschen mad, weil sie geschrien hat. Als er sie geschlagen hat. Ja, gut. Okay. Er tut sie jetzt jede Nacht, besuchen. Okay. Auf jeden Fall, make me pretty. Werde ich auf jeden Fall machen. Du bist ein hübsches Mädel, muss ich sagen. Pretty, pretty, pretty. Yeah, very impressive. He wants me to be pretty. Okay. Ich nehme an, du bist dann das Pretty Girl. Pretty. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. War das eine Säge? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er fehlt was. Kann sein. Ist das eine Brechstange? Nee. Ist die aufgehängt oder was? Oder ist das eine Puppe? Ganz bestimmt eine Puppe. Warum bin ich so langsam? What the fuck? Ich bugge. Ah! Was war denn das? Ey. Nee, Leute. Muss ich hier rumcrouchen oder was? Ich hoffe, ich kann nicht rennen. Scheiße, ich kann rennen. Das heißt, ich muss es irgendwann auch. Oh nee. Okay. Rennen macht nämlich panisch, meine Freunde. Ist das ein Draht? Ist das eine Falle hier? Das ist doch eine Falle, oder? Dann crouche ich da mal. Das ist eine Falle. Macht euch ja was gefasst, Mates. In die Falle tappe ich nicht, ja? Ich bin aufmerksam wie ein Typ, der aufmerksam ist. Macht ihr nix? Macht ihr ja nix? Ah! Was war das? Okay. Muss sagen, dadurch, dass diese Steuerung so. Ey, jetzt hier, ne? Skandal. Dadurch, dass diese Steuerung so verschwommen ist, ist das echt. Fühlt es sich nicht gut an? Also fühlt sich nicht in der Lage da. Fühlt sich nicht dazu in der Lage, irgendwie flüchten zu können. Und diese Glitches hier, das tut es auch nicht gerade verbessern. Dass man die ganze Zeit crouchen muss. Auf jeden Fall. Okay. Bisschen detailarm. So. Er wird mad, wenn. Also, er regt sich auf, wenn ich nicht schön bin. Er sagt, ihr Kopf ist zu klein. Und. Hä? Okay. Er sagt, ihr Kopf ist zu klein und zu schön. Eieiei. Er hat angefangen, sie hat geblutet, nachdem er gekommen ist, letzte Nacht, und sie wünscht sich, nach Hause gehen zu können. Okay! Okay. Okay, ist ein ziemlich kranker Bastard. Wahrscheinlich auch pädophil.
Finde ich nicht gut. Leute, pädophile Leute sind nicht gut. Merkt euch das. Hier waren wir doch schon mal. Aber das war nicht offen letztes Mal. Finde ich nicht gut. Ich mag nämlich offene Türen. Okay. Ich habe heute ein Paket bekommen mit einem Beamer. Ich habe mich gefreut. Was ist das? Sus? Wieder die Insider. Also, das könnte ja theoretisch ein bisschen passen zu der Puppe. Denn die hatte keinen Kopf. Aber der Kopf sieht echt nicht so pretty aus, finde ich nicht. Also, sie sieht echt nicht pretty aus. Hi, Mate. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, klar. Mach ich immer. Wenn ich so einen abgehackten Kopf sehe, klar, nehme ich mit. Warum nicht, nicht wahr? Nehme ich einfach mit. Juckt mich gar nicht. Bitte sag nicht, ich soll jetzt der Puppe das aufsetzen. Oder dem, was auch immer das ist. Das wäre echt uncool. Das wäre echt uncool. So. Dann, wie laufe ich denn hier gerade? Okay. So. Okay. Sie hat ihm erzählt, dass sie krank wurde am nächsten Morgen. Und er wurde wütend und hat sie dann geschlagen. Ja. Okay. Also, Deutsche Post, ne? Lasst euch davon ja nichts liefern, das sind alles Pädophile. Die kleine Mädchen schlagen. Also, ich glaube, ich mache die ganzen Witze nur, weil es mir sonst so gruselig ist. Und euch vielleicht auch. Aber wir müssen selbst gruselig sein, Leute. Also macht euch... Hier ist wieder die komische Falle. Die gehe ich ganz bestimmt nicht nochmal lang. Soll ich die aktivieren? Bestimmt nicht. Sonst wäre die nicht da angezeichnet. Wenn das eine Falle ist, vielleicht ist es auch ein Grafikbug. Das glaube ich... Ja, das ist ein Grafikbug. Das ist gar keine Falle. Aha. Da ist sie ja wieder, unsere Freundin. Damit, ey, diese blöden Bugs, ne? Da kann ich doch bestimmt jetzt interagieren. Scheiße, ich will nicht. Ah! Ich bugge wieder. Ich bin in einem Kreis. Fuck. Oh. Okay. Geräusche finde ich jetzt nicht allzu schön. Aber sie hat schicke Beine, muss man ihr lassen. Lange Beine, schick. Das ist ein bisschen gruselig. Was ein blöder Wichser. Was? Okay. Ah, warum mache ich sowas? Ich muss ja sagen, ich spiele dieses Horrorspiel einfach, wenn mir nichts Besseres eingefallen ist. Kein besseres Spiel. Ja, so ist das. Aber ich glaube, ich mache an der Stelle mal Schluss mit der ersten Folge und dann sieht man sich vielleicht in der zweiten Folge. Das wäre doch gut, denn ihr habt eh keinen Bock, ein halbes Stunden-Video zu sehen. Und, okay, wir sind jetzt bei 15 Minuten in der Rohdatei. Wird wahrscheinlich so auf 10 Minuten gekürzt sein. Aber die Leute wollen keine langen Videos hören. Deshalb könnt ihr mal schauen, ob euch die Folge gefallen hat und dann in der zweiten wieder reinschauen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Das war's, SpongeBob, glaube ich. Tschüss!